Apropos demografisches Problem, mein Lieber, nur. Ich sage Ihnen eins. Hier, Frau Schmidtler. Ganz klar. Hallo. Ich sage Ihnen was. Ich sage Ihnen was, Herr Nuhr, das mit dem demografischen Problem, das wird noch sehr viel schlimmer. Nicht nur, dass die Alten immer älter werden, nein, jetzt stehen auch noch die Toten wieder auf. Und zwar nicht nur an Christi Himmelfahrt. Angefangen hat es am letzten Bundesligaspieltag mit König Otto, dem Unkaputtbaren, der mit seinen scheintoten Knüppelkickern von Hertha BSC kurz vor dem Abgrund noch einmal die Kurve gekratzt hat. Und schon wurde der Erfinder der fußballerischen Betonmischmaschine gefeiert, als Heilsbringer und Messias. Und seine Gläubigen standen offenen Maules um das Totenbett der alten Tante und riefen verzückt, sie kann wieder laufen, sie kann wieder laufen. Aber dann kam Düsseldorf. Und das wissen wir seit gestern Abend. Düsseldorf ist die Stadt der Sieger. Da hat ja jeder gewonnen. Also jeder außer dem Norbert Röttgen. Den Norbert habe ich übrigens heute auf dem Weg hier nach Berlin im Zug getroffen. Der saß auf meinem Fensterplatz. Hat aber steif und fest behauptet, den Platz hätte er schon vor 4 Wochen reserviert. Naja, habe ich mir gesagt, lass ihn sitzen, er kommt eh nicht mehr hoch. Und spätestens nach der Ankunft in Berlin ist er eh weg vom Fenster. Denn der Röttgen, der Mann mit den Kinderaugen, hat in NRW so richtig einen drüber bekommen. Aber wenn Sie mich fragen, selber schuld. Im persönlichen Fragebogen einer Sonntagszeitung kurz vor der Wahl wurde der Röttgen gefragt, Dortmund oder Schalke? Und was sagt der Depp? Egal, Hauptsache Nordrhein-Westfalen. Und auf die Frage, als was er Karneval am liebsten gehe, lautete die Antwort, Cowboy oder Indianer? Ja, hä? Der Mann ist einfach in jeder Beziehung unentschieden. Und dementsprechend wundert es nicht, wenn sich so wenige für ihn entschieden haben. Aber immerhin waren es doch noch mehr als dreimal so viele als für Christian Lindner. Der wäre trotzdem gestern beinahe geplatzt vor lauter Selbstgefälligkeit. Die FDP in NRW habe sich erwiesen als die bürgerliche Oppositionspartei. Und zwar in der Tradition von Lambsdorff, Genscher und Baum. Und die Herren Rösler, Bahr und Döring saßen in Berlin und durften bei der großen FDP-Wiederauferstehungsmesse nicht mal die Ministranten machen. Denn wie hatte Christian Lindner im NRW-Wahlkampf plakatiert? Das ist meine FDP. Na, von mir aus kann er sie auch behalten. So wie Schleswig-Holstein. So wie Schleswig-Holstein die Anke Sporendonk. Sporendonk mit 3 O. Anke Sporendonk war die Spitzenkandidatin des südschleswigsten Wählerverbands und als solche die eigentliche Siegerin der Landtagswahl zwischen Schleswig und Holstein. Sie und ihre beiden Mitstreiter im Kieler Landtag sind nämlich ab sofort das dänische Zünglein an der Schleswig-Holsteinischen Waage. Und das als Vertreter einer Splitterpartei, die gerade mal 3.500 Mitglieder hat. Da spricht man immer von den kühlen Klaren aus dem Norden und dann produzierten die zum wiederholten Mal ein Wahlergebnis, das so Larifari war, dass bis heute kein Mensch erkennen kann, was die Wähler mehrheitlich eigentlich wollten. Doch, wie sagt der Marschenbewohner, wat mut dat mut. Und deshalb wird ab sofort in Kiel an der Dänenampel rumgefrickelt. Sporendank sei Donk. Und natürlich den 100.000 Wählerinnen und Wähler, die diesen Heimatverein gewählt haben. 100.000. Wenn die Sonne der politischen Kultur niedrig steht, werfen selbst Zwerge lange Schatten. Wie eben der... Wie eben Bambi Lindner in Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen gab es übrigens eine Wahlbeteiligung von 60%. Das heißt, 40% der Wahlberechtigten haben es nicht geschafft, ihren lethargischen Hintern hochzukriegen, ins nächstliegende Wahllokal zu schleppen, um da von einem der wichtigsten Grundrechte, das eine demokratische Gesellschaft kennt, Gebrauch zu machen. Aber hinterher dann wieder den Bagger sperrangelweit aufreißen. Ah, die da oben machen ja doch, was sie wollen. Uns fragt da sowieso keiner. Falsch. Denn gestern seid ihr gefragt worden, und zwar ganz einfach, welche Politiker, welcher Partei in den nächsten 4 Jahren dieses Bundesland regieren sollen. Ach, ist euch egal? Ja, wenn das so ist, dann tut mir ab sofort den Gefallen und haltet euch komplett geschlossen, wenn über die politischen Zukunftsfragen dieser Gesellschaft diskutiert wird. Und wir, die wir zu den 60% gehören, die gestern ihre Stimme abgegeben haben, wir treffen die Entscheidungen und teilen sie euch dann bei Gelegenheit mit. Wie zum Beispiel die, dass nicht nur wir in Nordrhein-Westfalen die Politik der schwarz-gelben Bundesregierung mehrheitlich ablehnen. Ha, 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 die Merkel.
Die Merkel ist eine Kanzlerin ohne Volk. Sie hat es nur noch nicht mitgekriegt, weil sie wahrscheinlich gerade mal wieder in der Weltgeschichte unterwegs ist. Die Merkel ist ja dauernd unterwegs. Da fragt man sich wirklich, woher nimmt die Frau die Bombenkondition? Entweder dahinter steckt das Prinzip Saddam Hussein, das heißt, es gibt diverse Doppelgängerinnen, die je nach Bedarf in irgendeinen Hosenanzug gesteckt werden. Oder aber die Frau verfügt über schier übernatürliche Kräfte. Angeblich kommt sie ja mit 4 Stunden Schlaf am Tag aus. 4 Stunden reicht bei den meisten Menschen gerade mal zum Einschlafen, wieder aufwachen. Da kann von erholsamer, Tiefschlafphase nicht die Rede sein. Und dann muss sie auch noch duschen, sich anziehen und die Haare machen. Aber wahrscheinlich schläft sie im Stehen, hat sich das mit den Haaren schon mal erledigt. Aber jetzt mal ernst, meine Damen und Herren. 4 Stunden Schlaf bei dem Arbeitspensum. Die Merkel ist wie der legendäre VW Käfer. Sie läuft und läuft und läuft und läuft. Einziges Problem, kein Mensch weiß so richtig wohin. Wilfried Schmidtler. Apropos demografisches Problem, mein Lieber, nur ich sage Ihnen eins. Wilfried Schmidtler, das ist hallo. Ich sage Ihnen was. Ich sage Ihnen was, Herr Nuhr, das mit dem demografischen Problem, das wird noch sehr viel schlimmer. Nicht nur, dass die Alten immer älter werden, nein, jetzt stehen auch noch die Toten wieder auf. Und zwar nicht nur an Christi Himmelfahrt. Angefangen hat es am letzten Bundesligaspieltag mit König Otto, dem Unkaputtbaren, der mit seinen scheintoten Knüppelkickern von Hertha BSC kurz vor dem Abgrund noch einmal die Kurve gekratzt hat. Und schon wurde der Erfinder der fußballerischen Betonmischmaschine gefeiert als Heilsbringer und Messias. Und seine Gläubigen standen offenen Maules um das Totenbett der alten Tante und riefen verzückt, sie kann wieder laufen, sie kann wieder laufen. Aber dann kam Düsseldorf. Und das wissen wir seit gestern Abend. Düsseldorf ist die Stadt der Sieger. Da hat ja jeder gewonnen. Also jeder außer dem Norbert Röttgen. Den Norbert habe ich übrigens heute auf dem Weg hier nach Berlin im Zug getroffen. Der saß auf meinem Fensterplatz. Hat aber steif und fest behauptet, den Platz hätte er schon vor 4 Wochen reserviert. Naja, habe ich mir gesagt, lass ihn sitzen, er kommt eh nicht mehr hoch. Und spätestens nach der Ankunft in Berlin ist er eh weg vom Fenster. Denn der Röttgen, der Mann mit den Kinderaugen, hat in NRW so richtig einen drüber bekommen. Aber wenn Sie mich fragen, selber schuld. Im persönlichen Fragebogen einer Sonntagszeitung kurz vor der Wahl wurde der Röttgen gefragt, Dortmund oder Schalke? Und was sagt der Depp? Egal, Hauptsache Nordrhein-Westfalen. Und auf die Frage, als was er Karneval am liebsten gehe, lautete die Antwort, Cowboy oder Indianer? Ja, hä? Der Mann ist einfach in jeder Beziehung unentschieden. Und dementsprechend wundert es nicht, wenn sich so wenige für ihn entschieden haben. Aber immerhin waren es doch noch mehr als 3-mal so viele als für Christian Lindner. Der wäre trotzdem gestern beinahe geplatzt vor lauter Selbstgefälligkeit. Die FDP in NRW habe sich erwiesen als die bürgerliche Oppositionspartei. Und zwar in der Tradition von Lambsdorff, Genscher und Baum. Und die Herren Rösler, Bahr und Döring saßen in Berlin und durften bei der großen FDP-Wiederauferstehungsmesse nicht mal die Ministranten machen. Denn wie hatte Christian Lindner im NRW-Wahlkampf plakatiert? Das ist meine FDP. Na, von mir aus kann er sie auch behalten. So wie Schleswig-Holstein. So wie Schleswig-Holstein die Anke Sporendonk. Sporendonk mit 3 O. Anke Sporendonk war die Spitzenkandidatin des Südschleswigsten Wählerverbands und als solche die eigentliche Siegerin der Landtagswahl zwischen Schleswig und Holstein. Sie und ihre beiden Mitstreiter im Kieler Landtag sind nämlich ab sofort das dänische Zünglein an der Schleswig-Holsteinischen Waage. Und das als Vertreter einer Splitterpartei, die gerade mal 3.500 Mitglieder hat. Da spricht man immer von den kühlen Klaren aus dem Norden und dann produzierten die zum wiederholten Mal ein Wahlergebnis, das so Larifari war, dass bis heute kein Mensch erkennen kann, was die Wähler mehrheitlich eigentlich wollten. Doch, wie sagt der Marschenbewohner, wat mut dat mut. Und deshalb wird ab sofort in Kiel an der Dänenampel rumgefrickelt. Sporendank sei Donk. Und natürlich den 100.000 Wählerinnen und Wähler, die diesen Heimatverein gewählt haben. 100.000. Wenn die Sonne der politischen Kultur niedrig steht, werfen selbst Zwerge lange Schatten. Wie eben der
Wie eben Bambi Lindner in Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen gab es übrigens eine Wahlbeteiligung von 60%. Das heißt, 40% der Wahlberechtigten haben es nicht geschafft, ihren lethargischen Hintern hochzukriegen, ins nächstliegende Wahllokal zu schleppen, um da von einem der wichtigsten Grundrechte, das eine demokratische Gesellschaft kennt, Gebrauch zu machen. Aber hinterher dann wieder den Bagger sperrangelweit aufreißen. Ah, die da oben machen ja doch, was sie wollen.